Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Für die Leute, die nicht mitgekommen sind oder die sich fragen, was ist das Märchen hinter dem Märchen, gehen wir heute nochmal die Bücher durch, wer ist wer. Und ich sage auch nochmal was zu, wenn ich das weiß. Also erstens haben wir hier Big Beowulf. Stattlich, groß, gut aussehend, naja, ein bisschen. Und er ist der Sheriff. Er ist... Ihr könnt es hier gern selber lesen, weil mein Englisch ist nicht gut. Ich werde einfach so übersetzen bzw. dazu sagen. Also er ist der große böse Wolf der vergangenen Zeiten. Ihr kennt schon Rotkäppchen, Wolf und die bösen Schweinchen, die bösen Schweinchen, der Wolf und die drei Schweinchen, der Wolf und die sieben Zicklein oder so ähnlich, keine Ahnung. Er ist der große böse Wolf und er ist der Sheriff von Fabletown. Als nächstes gibt's da natürlich Schneewittchen. Wer kennt Schneewittchen nicht? Schneewittchen mit ihrer Schwester Rosebud. Könnt ihr wie gesagt alles lesen, bla 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 bla. She married Prince Charming. Was? Prince Charming hat sie mit ihrer Schwester Rosenrot betrogen. Ja, super. Jedenfalls war sie die Assistentin von Crane, beziehungsweise die neue Bürgermeisterin aus Fabletown. Lesen könnt ihr, wie gesagt, selbst. The Woodsman, a fallen hero. Er beschützte einst das arme kleine Rotkäppchen vom bösen Wolf. Aber wie wir herausgefunden haben, nur weil er die Oma von Rotkäppchen ausrauben wollte. Also so nett ist er jetzt doch nicht. Er hat sie einfach nur ausspioniert und war zufällig nett. Am Ende war er dann aber doch ein Freund und hat uns geholfen. Fade, auch bekannt als das Donkey Skin Girl. Unsere erste Leiche, sage ich jetzt mal, unsere erste Person, die wir überhaupt kennengelernt haben nach dem Frosch, war Fade. Eins geschlagen von Woodsman, als sie da war als Prostituierte. Hat sie leider als erstes, sogar in der zweiten Folge, glaube ich, den Tod gefunden. Durch ihr Halsband durfte sie nicht reden, konnte sie nicht reden und wurde sie letztendlich getötet, weil sie es doch versucht hat, für eine bessere Welt zu kämpfen. Sie sollte ihren Vater heiraten, weil sie die Schönste war. Wenn wir schon bei der Schönsten sind, es geht weiter mit Beauty, die Schöne und das Biest. Damit sie ihren Lebensstandard aufrechterhalten kann, hat Beauty sogar für den Crockett Man gearbeitet, zusammen mit ihrem Freund Beast. Sie hat auch in, ich weiß nicht mehr genau, wie diese abgefuckte Hotel heißt, oder hat sie auch gearbeitet und hat gesehen, was passiert ist. Ihr Mann Beast, in glücklichen Zeiten waren sie das Traumpaar schlechthin mit tanzenden Teekesselchen und sonst was, keine Ahnung, ich hab's nie gemocht. Ja, was soll man zu ihnen schon groß sagen? Er dachte, dass wir ihn betrogen haben, beziehungsweise seine Frau ihn betrogen hat mit uns und wollte uns umbringen. Yay! Ja, zum Ende hat er doch eingesehen, was das Richtige ist und hat dann doch mit der Sprache rausgerührt. Mr. Toad, die erste Person, die wir jetzt wirklich kennengelernt haben, unser kleiner Frosch, immer schlecht gelaunt, den wir leider zur Farm schicken sollten. Ich weiß nicht wieso, ich wollte das nicht. Ich hätte ihn so gern da behalten. Ich hätte so gerne wirklich Glamour für alle frei angeboten. Es ging einfach nicht. Was weiß ich, was er für ein Frosch ist, könnt ihr ja durchlesen. Ich tippe mal darauf, dass er die goldene Kugel rausgeholt hat aus den Brunnen. Sowas halt. Er ist halt der kleine Frosch. Zusammen mit seinem Sohn hat er halt in einem Apartment gewohnt, das er auch an den Woodman vermietet hatte, scheinbar. Und wir haben sein Auto kaputt gemacht. Ja. Colin, unser gutes altes Schwein. Sein Haus haben wir in alten Zeiten ausgepustet, den Gar ausgemacht, getötet, sonst was gemacht. Aber dafür haben wir ihn bei uns einziehen lassen. Er musste nicht zur Farm, wir haben für ihn gekämpft. Er ist ein Freund, auch wenn er unseren Scotch austrinkt. Ichabod Crane. Ich habe immer noch keine Ahnung genau, wer es ist. Ich denke mal, das ist der Typ, der... Also es gibt so eine Horrorgeschichte, wo dann irgend so ein Reiter ist mit komischen Kopf, mit diesem Kürbiskopf auch. Und da läuft Ichabod Crane von weg. Ja, er war nun wirklich kein guter Bürgermeister. Wir hatten ihn kurz und jetzt ist er in Paris. Hey, Stadt der Liebe. Vielleicht findet er ja irgendeine Freundin, die genauso grantig und griesgrimmig ist wie er. Bufkin, unser kleiner fliegender Affe. Von Zauberer von Ost, der kleine Winked Monkey hier. Sekretär und grünes Schleimmonster. Obwohl, schleimig ist er nicht. Er sieht aus wie so ein Creeper. Ganz fällig. Oh. Obwohl Creeper ja nicht fällig sein sollen. Fabletown, das ist halt die Stadt, dieses Teil in Manhattan, genau. Wie gesagt, könnt ihr euch alles durchlesen. Die Farm. Die Farm ist da, wo alle hinkommen, die sich keinen Glamour leisten können und nicht aussehen wie Menschen. Mundis. Menschen. Yeah. Das geht jetzt schnell. Glamour habe ich eben schon erklärt. Hier haben wir auch ein wunderschönes Bild zum Vergleich. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön.
es kommt auf die inneren Werte an, Leute. Prince Lawrence, der Ehemann von Fate, der sich umbringen wollte, soviel ich das mitbekommen habe, weil er Fate nicht das bieten konnte, was er wollte. Ja, also was er gerne gemacht hätte. The Tweedles, Tweedledee und Tweedledum, den wir eigentlich getötet haben, einen von beiden, aber der plötzlich wieder gelebt hat, keine Ahnung. Jedenfalls konnte man sie anheuern, so Privatdetektive in Fable Town. Die sind aus der Geschichte Alice im Wunderland, so viel ich weiß. Da sind sie auch immer mit einem Ei gewesen, haben ein Ei von der Mauer geschubst, glaube ich. Holly, die Besitzerin von Trip Trap und die Schwester von Lily, den zweiten... Hieß sie Lily? Ich glaube, Lily hieß sie. Den zweiten Opfer, das bei uns gestorben ist. Sie ist ein Ogre, das erkennt man an ihrer Frikadella-ähnlichen Figur. Und ja... Kommen wir weiter zu Grendel. Grendel ist... Ja, was ist Grendel bitte? Er hat viele Sachen theorisiert damals. Ja. Er hat eine tickende Zeitbombe. Er ist vor allem widerlich und hässlich. Er sieht irgendwie aus wie so ein Schneegolem, finde ich ein bisschen. Und wir hatten ja einen Kampf mit ihm, wo wir ihm den Arm abgerissen haben. Hätte nicht sein müssen, haben wir dennoch gemacht, damit er uns nicht mehr angreift. Und ich denke mal, es ist okay. Zum Schluss stand er ja auch auf unserer Seite, trotzdem. Bluebird. Ja, he escaped the homeland, bla bla bla, bis es endet. Er war ja zuerst auch ein Tatverdächtiger, also war immer vorgeschlagen, für mich nicht, aber er war immer vorgeschlagen. Und am Ende, ich glaube, er war ein Guter, obwohl er die Spuren von Crane verbrannt hat. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Ja, Bigby, wir kennen jetzt hier nochmal, bisschen langsamer vielleicht scrollen, bla 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 bla. Er ist halt ein Wolf und er muss sich halt verwandeln. Bluebird's Mercy, Bluebird's Last Wife, wem es interessiert, ein bisschen was über seine Frau zu lesen. Viel Spaß. The 30th Floor. Da sind halt die Zauberer und Zaubererinnen von Fabletown untergebracht. The Witching Wall. The Witching Wall is located in a chamber inside the Woodland Building, where it is used to dispose of things meant never to be seen again. Was da reinfällt, kommt nie wieder zum Vorschein. Da haben wir zum Schluss ja den lieben Quacketman reingeschickt. Jack Horner, Harmless Victor. Ja, er war oft irgendwo dabei, aber war eigentlich meist besoffen oder doof. Ja, wir haben ihn eigentlich immer ignoriert. tut mir leid. Lily, habe ich ja schon gesagt, die Schwester von Holly. LP. Nein. Dann ist das Trollcross. Das Zeichen, womit wir den Troll erkannt haben. Georgie Porgy. Porgy. Entschuldigung. Georgie Porgy. Georgie wants a pudding and pie. A strip club. Bla bla bla. Ich schicke gar nicht, was er mal war. Naja, Georgie ist ja zum Schluss auch gestorben. Es war nicht unsere Schuld. Man wollte uns erstechen, er hat das Messer abbekommen und wir haben ihn dann zum Schluss nur getötet, um ihn zu erlösen. Obwohl, so wie er geschrien hat, war es keine Erlösung. Der Clever Hans, auch bekannt als oder Bouncer General Handyman oder so weiter. Ich denke mal, es gab ja mal so ein Märchen von so einem Hans. Irgendwie Hans im Glück oder so gab's. War es nicht, wo er irgendwie eine Kuh gegen immer was Schlechteres getauscht hat, aber zum Glück war, zum Schluss was Tolles bekam? Ach, keine Ahnung. Clever Hans auf jeden Fall. Dann haben wir hier Nerissa, die kleine Meerjungfrau. Ich fand die Story von der kleinen Meerjungfrau immer tragisch. Ein Mädchen verliebt sich in einen, also eine Meerjungfrau verliebt sich in einen Menschen, lässt sich Beine wachsen und zum Schluss, und hat keine Stimme. Und zum Schluss verliebt sie, also er sieht sie als kleine Schwester und zum Schluss verliebt sich der Mann, für den sie alles aufgegeben hat, ihre Familie, ihre Flossen, ihre Stimme, in eine andere Frau und sie ist einfach nur die beste Freundin, die kleine Schwester, sowas. Und die bringt sich dann um. Finde ich voll traurig. Jedenfalls, am Ende ist sie an allen schuld, aber sie hat auch nur versucht, gut zu machen. 12 Funnel Rides. Ja, das war einfach mal, ich denke mal, die Beerdigung. Bla 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 bla. So. Vivian, Georgie's Girl. Seine Freundin und die erste, die dieses Halsband hatte. Sie konnte nicht reden und sie wollte einen Club voll Verschwiegenheit. Zum Ende hat sie sich umgebracht, damit alle anderen frei sind. Dr. Swinehart, der verschwiegenste Arzt der Welt, der sogar Wölfe behandelt. Ist das nicht toll? Er hat uns oft geholfen und ohne seine Hilfe wären wir tot. Flycatcher, The Frog Prince. Ja, da gibt's auch wieder
da gibt's auch wieder verschiedene Geschichten. Ich denke mal, entweder ist es jetzt auch wieder der Typ aus dem Brunnen oder er ist irgendwie anders, keine Ahnung. Jedenfalls war er der Hausmeister bei Tweedledee in Deedledum und zum Schluss bei uns. The Trip Trap Bar. Hollys wunderbare Bar. Schön zu wissen. Immer ein paar Besoffene da. Toll. Auntie Greenleaf. Die Hexe, die illegales Glamour hergestellt hat, aber zum Schluss einen Job bei uns bekam. Und die ein süßes Mädchen sein kann, wenn sie möchte. Glamour Tube. Illegales Glamour wird da drin aufbewahrt. Und zwar mit Hilfe von Haaren, Fingernägeln etc. der gewünschten Person. Der Ring of Disable. Das ist der Ring, der bei Fate gefunden wurde, durch den wir sie erst erkannt haben, denn wir wussten ihre Geschichte nicht. Bloody Mary. Wer kennt es nicht? Man stellt sich in den Spiegel und ruft fünfmal Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Und schon erscheint diese wunderschöne Dame und bringt dich um. Yeah, besonders beliebt bei amerikanischen Studentenpartys. Silver Bullets. Silber, wie alle wissen, ist Silber die einzige Waffe gegen Werwölfe, die wirklich funktioniert. Acting the Beauty, Snow White. Jetzt hat sie es übernommen. War es gut oder war es schlecht? The Jersey Devil. Ja, not all of the Fables who came to this world landed in Fabletown. Ja, er ist, ich denke mal, aus Jersey. Deswegen Jersey Devil. Und jedenfalls ist es ein ziemlich komisches Geschöpf und hat mir sehr viel Angst gemacht. Aber ich glaube, Jersey Devil lebt da noch? Ich glaube, er lebt noch. Ich wünschte, er wäre tot. The Woodsman Axe. Auch diese kommt ein bisschen gegen Wölfe an, aber bringt sie nicht um. Johann, der Metzger. Er ist einfach nur ein Metzger und hat leider den ganzen Raum den Crockettman zur Verfügung gestellt. Aber wohl nicht ganz freiwillig, von daher verzeihen wir ihn einfach mal. Bluebird's Money. Er hat Geld, scheinbar. Könnt ihr ja lesen. The Crockett Liar. Das ist einfach nur sein Hauptquartier. Ihr könnt's lesen. The Crockett Man. Ja, er war eigentlich mit allen Bösen verstrickt, das es hier gab. Aber steht seine Geschichte nicht da. Two things he cared about more than his wife or children. Whom he killed rather than let them stand his way. Ich glaube, in seinem Hintergrund, also hier, sieht man ja auch die Geschichte. Ich glaube, er hat irgendwie einen Diamanten gefunden oder so, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, steht auch nicht hier, aber er war das Böse. Tiny Tim, der Kleine aus der Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise der Tim aus der Weihnachtsgeschichte, er möchte nicht klein genannt werden. Aber er hat ein kaputtes Bein. Das Leben on der Farm, ja. Das tut mir schon wieder fast leid, aber wir müssen weitermachen. Vivian Story, oh, das ist neu. Vivian was the very first to bear the curse of the people's ribbon. Removing the ribbon would result in death. And any attempt to talk about it was tried by the spell upon it. Also sie konnten nicht darüber reden, weil da ein Spell, ein Spruch drauf lag. Und wenn sie ihn abgenommen hätten, wären sie gestorben. As time went on, she tried to live a normal life. Eventually she married a nice man, but he was constantly wondering about the ribbon around her neck. Vielleicht hat sie sogar einen netten Mann geheiratet, der sich immer gewundert hat, warum sie ein Ribbon hat. Also ein Halsband. Despite her pleas for him to leave it alone, one night while she was sleeping, he attempted to remove it. Er hat versucht, es abzuziehen. As he pulled on the edge of the string, Vivian woke and saw what her husband was doing. In a panic, she pulled away, preventing the ribbon's knot from being. Ja. Sie hat ihn weggeschubst und versuchte, das wieder festzumachen. Being under. Furious, she tried to express the severity of his action, but her husband was unable to understand. Ihr Ehemann war zu blöd, es zu verstehen. She realized then that she couldn't trust him. Sie verstand, dass sie ihn nicht trauen konnte. And decided to leave. Und hat sie entschieden, ihn zu verlassen. She lived alone for the rest of her days in the homelands. Preferring the safety of isolation to the risk of another betrayal. Danach ist er abgehauen. The Punning Empire, der Stripclub. Wunderschön. Zusammen mit Georgie gegründet. The Big Bad Wolf. Ich liebe diese Form. Die sieht so geil aus. Ich liebe Wölfe. Ich hasse diese Form. Die sieht so scheiße aus. Ich hasse Marys. Heißt ihr Mary, dann hasse ich euch. Über diese Splitter. Oh Gott, ist das schlimm. Fabletown Justice. Wir haben ein neues Gerichtssystem. Und a new order. Snow White ist jetzt in der Führungsposition. Wir sind immer noch Sheriff Bigby Wolf. Und das war's mit The Wolf Among Us. Ich habe hier einige Sachen nicht freigeschaltet. Keine Ahnung wieso. Die habe ich nie kennengelernt. Wahrscheinlich, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte.
Aber die Hauptverdächtigen haben wir, also bis denne. Ciao.